Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Wie werde ich im Internet sichtbar? Das Erste, was mir mal einfällt, ist immer arbeite an deinem Unternehmen statt in deinem Unternehmen. Damit ist gemeint, arbeite an dem ganzen Drumherum, was so passiert. Ja? Online-Medien sind für deinen Erfolg, für dein Unternehmer. Du bist Einzel- oder Kleinunternehmer und du bist noch kaum oder gar nicht im Internet zu finden, dann wird es jetzt allerhöchste Zeit. Und meist höre ich dann dabei, ja, aber ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Und das ist so aufwendig und da muss ich so viel tun. Und das ist am Anfang alles so viel. Und boah, ganz viele ja, aber, die einerseits im Buch behandelt werden und auf der anderen Seite auch im Blog und hier im Podcast und auf YouTube und Co. Und ja, darum habe ich das Ganze aufgesplittet in kleine Einzelschritte. Step by step und fang an. Vorerklärung einmal. Ich habe mal bei einer 1000 Liegestütz-Challenge mitgemacht. Ein Wochenende. Und ja, ich kann absolut keine 1000 Liegestütz auf einmal. Ja? Aber ich habe 100 mal 10 Liegestütz geschafft. Und 100 mal 10 Liegestütz, Kopfrechnen, sind 33,3 mal 10 Stück pro Tag. Und das ist easy. Das funktioniert wirklich. In der Früh aufstehen, 10 Liegestütz, Wasser trinken, wieder 10 Liegestütz, Mails checken, wieder 10 Liegestütz. Das geht wirklich nebenbei und ruckzuck waren 1000 Liegestütz erledigt. Ein Marathon sind 42 Kilometer, das sind 42.000 Meter. Ja, das sind 42.000 Schritte je einem Meter. Und das kann man auch wieder aufteilen. Und so nach diesem Konzept ist auch dein Internet oder kann auch dein Internetauftritt gestaltet sein. Unterteile ihn in Einzelschritte. Kleine Einzelschritte für einen großen Internetauftritt, für deinen großen Internetauftritt. Starte als erstes mit Recherche und Brainstorming. Leg dein Google Business Unternehmensprofil an. Lass Fotos und Videos von dir und deinem Unternehmen anfertigen und mach sie teilweise auch selbst. Überlege dir einen Domain und schaff dir einen Webspace an. Dazu passt auch deine eigene E-Mail-Adresse. Verwende WhatsApp Business statt nur WhatsApp. Erstell dir ein Facebook-Profil und daraus eine Facebook-Seite. Dann erstell dir einen Instagram-Account. Danach kommt ein YouTube-Account. LinkedIn kommt hinzu. Das Thema Podcast wird behandelt. TikTok. Weiter geht's mit Pinterest. Erstelle deine eigene E-Mail-Signatur. Und viele, viele weitere Möglichkeiten und Portale. Lauter kleine Schritte, Step by Step. Und ja, die fügen sich in Summe dann zu einem großen Ganzen zusammen. Und ja, mit ein paar Tipps und Tricks kannst du das Ganze, das waren jetzt da gerade 15 Punkte, ja, im Blog und Buch werden noch viele weitere behandelt, das Ganze kannst du dann auch ziemlich automatisiert mit relativ wenig Aufwand pro Tag, pro Woche, ich rede hier von Low Budget und absolutes Minimum, easy cheesy, selbst machen. Schritt für Schritt, kleine Schritte für dich. Voraussetzung ist, starte jetzt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, danke für dein Feedback. Bleib dran, Kanal abonnieren, viel lesen, viel informieren. Ja, und bei Fragen einfach fragen. Ciao.